Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Versionen ihr vom Islam kennt. Also, ich kenne mindestens fünf oder sechs. Ich kenne den orthodoxen Islam, den konservativen Islam, den gemäßigten Islam, den fundamentalistischen Islam, den radikalen Islam, den säkularen Islam, den liberalen Islam. Oh, das sind schon sieben. Siebenmal Islam. Und das ist alles Islam. So heißt es ja auch. Fundamentalistischer Islam, säkularer Islam, ist alles Islam. Da fragt man sich doch, wie kann das sein? Ich meine, das sind doch zum Teil Versionen mit vollkommen gegensätzlichen Vorstellungen. Ich nehme nur mal fundamentalistisch und säkular oder konservativ und liberal. Wie kann man das miteinander vereinen? Wie kann das denn beides Islam sein? Das sind doch erstmal, ja, Gegensätze. Aber die Antwort kennen wir ja. Das sind verschiedene Interpretationen vom Islam. Das ist alles nur eine Frage der Interpretation. Und der eine, der interpretiert den Islam halt etwas strenger und der andere interpretiert ihn etwas weniger streng. Aber das ist alles Islam. Der eine interpretiert so und der andere interpretiert eben so. Wenn das so wäre, dann könnte ja tatsächlich alles Islam sein. Ich meine wirklich alles. Und bei deinem Islam kann etwas erlaubt sein und in meinem Islam verboten oder umgekehrt. Ach, das ist in deinem Islam verboten, ist nicht erlaubt? Ah, du hast eine strengere Interpretation. In meinem Islam, ja, da ist das erlaubt. Ich interpretiere das halt weniger streng. Wenn ich so an die Sache herangehe, dann kann ich wirklich alles unter diesem Begriff Islam zusammenfassen, auch vollkommen verrückte Dinge. Montags Schlittschuh laufen und dabei Sweets for my Sweets singen. Ja, kann Islam sein. Es ist halt meine Interpretation vom Islam. Ob die jetzt streng ist oder nicht so streng, spielt ja keine Rolle. Es ist halt eine Interpretation. Und meine Interpretation sagt, montags muss man Schlittschuh laufen und dabei Sweets for my Sweets singen. Ich muss halt nur den Islam entsprechend interpretieren. Und da merkt man schnell, dass es doch so einfach nicht sein kann. Es gibt Dinge, da gibt es innerhalb der Muslime und unter den Gelehrten unterschiedliche Meinungen. Das ist unbestritten. Es gibt aber auch Dinge, die seit 1000 Jahren unumstritten sind. Da gibt es keine zwei verschiedene Meinungen. Das ist übrigens im deutschen Gesetz genauso. Da gibt es auch Dinge, die werden von verschiedenen Gerichten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Ja, das gibt es. Aber es gibt auch Dinge, die unumstößlich sind. Und jetzt kann man nicht hingehen und bei jedem, der mit irgendeiner Interpretation vom deutschen Gesetz um die Ecke kommt, beziehungsweise es so verpackt, mit irgendeiner Aussage, sage ich lieber mal, und dann einfach sagen, ah, das ist aber eine Interpretation vom deutschen Gesetz, die ist vielleicht streng oder nicht so streng. Ich stelle mir das in einer chinesischen Talkshow vor. Da sitzen zwei Deutsche und der eine sagt, in Deutschland darf man bei Rot über die Ampel fahren. Und der andere sagt, nein, darf man nicht. In Deutschland darf man nicht bei Rot über die Ampel fahren. Und jetzt sagt der chinesische Moderator, ah, Sie interpretieren das deutsche Gesetz aber streng. Das ist Ihre strenge Interpretation vom deutschen Gesetz. Ne? Da darf man bei Rot nicht über die Ampel fahren, da muss man schön brav stehen bleiben. Ach, Sie haben eine etwas offenere Interpretation vom deutschen Gesetz. Bei Ihnen kann man locker bei Rot über die Ampel. Das sind nicht zwei verschiedene Interpretationen vom deutschen Gesetz. Das eine ist das deutsche Gesetz und das andere ist einfach Unsinn. Beim deutschen Gesetz käme man allerdings auch nie auf die Idee, alles einfach so auf die Interpretation zu schieben. Das macht man immer nur wo? Bei Religionen. Und da macht man es bevorzugt beim Islam. Und wann macht man es da bevorzugt? Wenn man der breiten Masse etwas als Islam verkaufen will, was in Wahrheit nichts damit zu tun hat. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.